Hallöchen, willkommen zurück bei einer neuen Episode von Final Fantasy XV, der Windows Edition. Ah, guckt euch mal hier diese Aussicht an, ne? So lässt sich doch gut starten in der neuen Episode, findet ihr nicht? Nur leider werden wir diese Aussicht jetzt wieder verlassen, weil wir werden jetzt zu einer Chocobo Ranch fahren. Da wollte Prompto jedoch hin. Deswegen steigen wir wieder in den Regalia und markieren das mal als aktive Aufgabe. Chocobo-Freunde. Zack. Komme ich denn hier raus? Da hinten. Man kann hier rüberspringen, aber nicht hochspringen. Ich reite los auf meinem Chocobo. Ich hab nen Ohrwurm. Ja, ich hab den jetzt auch, danke. Bartsteinmineral. Was? Über mir? Ah, das auch noch. Hier räum ich auf. Das war super perfekt. Gut, die wären erledigt. Dann geht's wieder auf zum Regalia. Lauf, 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 lauf. Ganz schnell vorbei. Da, da, da. Einsteigen. Automatisches Fahren, Aufgabenziel. Wo ist es denn? Ach da. Lasst nichts liegen. Okay. Hat einen dreist überholt? Hier können wir nochmal die wunderschöne Aussicht genießen. Ah, es ist so schön. Einfach beautiful. Bald sollten wir den Regal ja auch nochmal tanken, bei Gelegenheit. Ich meine, sind noch nicht mal bei der Hälfte des Tanks, aber keinen Bock stehen zu bleiben und den Regal abschleppen zu lassen. So, sind auch gleich da. 500 Meter. Oh, da werden wir. Da ist die Chocobo Ranch. Riecht ihr das auch?
Ein hoffnungsloser Fall. Selten so einen Schokobonarren gesehen. Dies ist eine Durchsage der Meldatio Jägerzentrale. Wir sind derzeit auf der Suche nach motivierten und begabten Jägern. Entschuldigung, ich würde gerne auf einem Chocobo reiten. Auf einem Chocobo? Tut mir wirklich leid. Aber im Moment geht das nicht. Lässt sich leider nicht ändern. Du musst wissen, diese Gegend wird derzeit von einem Behemoth namens Nebelauge heimgesucht. Und meine Chocobos fürchten sich vor dem Ding. Um zu verhindern, dass was Schlimmes passiert, habe ich den Verleih erstmal eingestellt. Moment mal, seid ihr nicht die Jäger, von denen man in letzter Zeit so viel hört? Wie sieht's aus? Würdet ihr euch um die Bestie kümmern? Natürlich springt da eine hübsche Belohnung bei raus. Ich will euch nicht zu sehr bedrängen, aber bitte überlegt es euch. Womit kann ich heute dienen? Ach, wir können den Jagdauftrag ruhig annehmen. Stärkung. Was willst du denn wissen? Was für Ortsinfos? Refugien. Parkplätze. Ortschaften. Speisekarte, was hat er denn? Was darf sein? Saatchips. Grüner Smoothie. Feuerresistenz, Eis- und Blitzresistenz. This Sandwich. Angriffskraft plus 80, LP Maximum plus 400, Schutz vor Frosch. Klingt alles ziemlich gut. Aber ich habe, glaube ich, schon was gegessen. Die armen Chocobos sind schon ganz schreckhaft geworden. Was ist das denn? Blitzbomber. Okay. Da ist der Behemoth. Stufe 15. Ja, sollten wir schaffen. Bist du da sicher? Ich denke. Können wir den auch noch gerade annehmen? Viel Glück. Exorzismus im Nebelwald. Ich verlasse mich auf euch. Okay. Lasst euch nur nicht unterkriegen. Nebel des Auges Unterschlupf finden. So, dann gucken wir noch mal. Was ist das hier? Wo soll der Gute sein? Irgendwo da hinten. Dann gucken wir noch mal, ob wir den zur Strecke bringen können. Ich glaube, der Kampf wird ziemlich heftig, aber kriegen wir schon irgendwie. Gladio, gehen wir. Komme. Irgendwas stimmt nicht. Das könnte er gewesen sein. Das sind meine Skillpunkte. 40. Es dauert noch ein bisschen, bis ich die Fähigkeit kaufen kann. Ich glaube, es waren 64 Punkte. Okay, ist Ende Gelände. Hier ist der Nebelwald. Beziehungsweise es geht wieder raus. Ich glaube, wir müssen hier lang. Es wird leider schon dunkel. Ist ein Refugium in der Nähe vielleicht? Wir laufen geradewegs auf eins zu. Es wäre eine ideale Gelegenheit, erstmal kurz Pause zu machen. Magen knurrt. Wann sind wir denn endlich da? Verhängnis. Eine Waffe für Pronto. 51. Besser als unsere aktuelle.
So, da ist das Refugium. Vielleicht sollten wir heute hier übernachten. Machen wir. Genug geschafft für einen Tag. Wir zelten also. Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. So, was gibt's denn noch Neues? Gedünsteter Fisch in Ölsoße. Oh. Klingt echt gut. Schlachtfeldpfanne. Im Rennen sinkt die Ausdauer nicht. Lachsteller à la Kenny. Genau, die Zutaten dafür. Irgendwas Nettes. Nehmen wir die Hähnchenteile. Die mag Prompto ganz gerne. Die Bilder von dem Essen sehen auch so gut gemacht aus, einfach. Das Witzige ist, wenn man sieht, wie die essen das tatsächlich. Das ist nicht nur so, ja gut, wir haben es halt gekocht und ein nettes Bild davon, nö. FP 53. Gut siehst du aus. Ach was. Das Foto solltest du unbedingt aufheben. Ja, mache ich auch. Oh. Okay, jetzt haben wir genächtigt. Jetzt können wir uns um den BMF kümmern. Hier wird auch nochmal gespeichert, falls wir sterben sollten. Und wir haben einen Lebenspunkte-Boost und haben dadurch mehr HP, was ziemlich gut ist. Mal sehen, ob wir ihn finden und töten können. Wow. Kommen die denn her aus dem Unterholz? Hat noch einer überlebt. Ziemlich frech. Winzige Feder. Echt angenehm hier. Ja, stimmt. Okay, irgendwo hinter dem Felsen sollte er sich befinden. Wir müssen gucken, ob es da irgendwie einen Weg durch gibt. Man hört ihn auch schon die ganze Zeit. Was ist es? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Oh, jawohl. Schlammkappe. So, hier geht's rein. Aber hier geht's nicht weiter. Was jetzt? Ich kann doch nicht irgendwie hochspringen oder so.
Na, zerstören können wir das nicht. Zu doof. Ah. Jetzt bin ich halt komplett sinnlos über in dem Fels da durchgelaufen. Irgendwas mache ich falsch. Also noch einmal komplett außenrum. Hier ist noch was. Super Elixier, perfekt. Das funktionieren über diesen Felsen drüber? Hm, nee, ich glaube nicht. Jetzt bin ich fast wieder am Regal hier. Na super. Einfach nur dieses Felsenkonstrukt herum. Hier nichts. Ich glaube, ich war eben schon richtig, aber irgendwie ist so ein bisschen verlaufen. Man kann die Felsen halt nicht hochklettern oder sowas. Das geht halt nicht. Ich war nämlich die ganze Zeit auf die Map, ob es da irgendwie einen Weg durch gibt oder so, aber nee, tut das nicht. Gut, wir kürzen das Ganze ab, damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren, weil wir sind schon bei 18 Minuten und dann melde ich mich wieder, wenn wir den Behemoth gefunden haben. Bis gleich. So, ich glaube, ich bin hier auf der richtigen Fährte. Es geht durch diesen nebligen Abschnitt hier. Hier ist eine kleine Nische. Mal gucken, was hier ist. Ein Item. Drillhorn. Das könnten wir vielleicht noch gut gebrauchen. Wir können auch mal als Zeiten mal wieder bei Sid vorbeigehen und mal gucken, ob wir vielleicht die ein oder andere Waffe noch ein bisschen verbessern können von denen, die wir hier gefunden haben. Möglich wäre es. Ich orientiere mich so ein bisschen an der Map. Guck auch nochmal hier in die eine oder andere Ecke. Der Nebelwald. Westlich des Malachi-Hügellands liegt der Nebelwald. Ein Hain, der unabhängig von Tag, Zeit und Witterung in Nebel gehüllt zu sein scheint. Verlässt man Wiss Chocobo Ranch und folgt dem Pfad in den Norden, gelangt man zunächst in eine seltsame Anordnung von Felsen, die den Eingang zum Wald säumen. Je tiefer man sich hineinwagt, desto dichter wird der Nebel. Die alten Blechhütten erinnern noch immer daran, dass die lusische Armee diesen Ort vor langer Zeit als Trainingsplatz für die Ausbildung junger Soldaten nutzte. Okay, wir haben ein bisschen Lore über den Nebelwald gekriegt. Ja, das sieht schon sehr beängstigend aus, hat so einen gewissen Silent Hill Vibe. Diesen dichten Nebel. Das ist ein Warpunkt. Hier ist noch ein Item. Wieder ein Schnurrhaar. Da können wir durch. Passieren.
Nebelauge, ja. Er ist blind auf dem Auge. Okay, jetzt können wir durch. Auf geht's. Er wird nicht umsonst der Schrecken von Duske genannt. Nebelauge. Oh, da ist noch was. Da sind Schnurrhaar. Er hat Auge und Horn sicher im Kampf verloren. Dann attackieren wir ihn also von rechts. Aus dem toten Winkel. Das wäre, glaube ich, die beste Idee. Uns nicht sehen kann. Lasst Vorsicht walten. Zwischenspeicher. Okay, gleich geht's in den Kampf gegen ihn. Ich glaube, das war eine relativ große Area, wo man gegen ihn kämpft. Da ist er. Greifen wir an. Noch nicht. Er scheint auf dem Weg zu seinem Nest zu sein. Finden wir erstmal unbemerkt heraus, wo das liegt. Verstanden. Zeit zum Schleichen. Folge Nebelauge unbemerkt in seinen Unterschlupf. Wenn er dich bemerkt oder du ihn aus den Augen verlierst, ist die Verfolgung gescheitert. Okay, das ist noch ein echt weiter Weg bis da oben hin. Wenn ich den Stick reindrücke, habe ich auch gemerkt, kann man hier eine Karte aufrufen von dem Gebiet, in dem man ist. Schon praktisch. Lies Nebelauge aus den Augen, verringere den Abstand. Nebelauge wittert dich, bleib in Deckung oder entferne dich. Ich weiß gar nicht, ob ich die Quest mal geschafft habe, ihn zu verfolgen. Ich glaube, er hatte mich irgendwann gewittert und hat mich ihn angegriffen.
Okay. Das Nebelauges Versteck erreicht. Zwänge ich durch die Felsspalten und betritt die Ruinen. Okay. Hier rüber. Ne, da geht's durch. Passieren. War ich immer noch auf Pause? Noct. Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Okay, der P-Mod ist besiegt. Ich weiß gerade nicht, was ich bei OBS gedrückt habe. Es tut mir leid. Wirklich, wirklich. Sorry. Da war ich mal stumm und dann habe ich hier so, ne? Heute irgendwie ein merkwürdiger Tag. Nichtsdestotrotz, der B-Mod ist besiegt. Wir haben ihn platt gemacht und jetzt können wir unsere Belohnung einheimsen. Und die Schokobos dürften sicher sein. Wir gucken jetzt nochmal, was es bei dem Händler hier zu kaufen gibt. Feierabend. Wenn du Waffen brauchst, bist du hier genau richtig. Lufthandsäbel. Tja, geht nichts über Brotherhood. 255 Attacke. Großschwerter. Ist das besser als die von Gladio? Angriffskraft 131. Das klingt gut. Will ich. Wir sind im Geschäft. Mithrilanze. 55 Angriffskraft, ja. Entermesser. Angriffskraft 58, schlechter als unsere. Verhängnis, die habe ich schon. Ein Drachenschild, endlich mal ein Schild für Gladio. Nehmen wir natürlich mit. Klar. Taschentuch. Mit Granatstücken besetztes Armat erhöht die Stärke. Handtuch. Ach so, das ist bei Gladio. Ein feingewebtes Taschentuch mit Karo-Muster, bewahrt vor Schmutzflecken. Warum kostet das so viel? Ein makellos weißes Handtuch, bewahrt vor Schmutzflecken. Was? Amulett. Ein Talisman, der mit Gefühl und Leidenschaft erfüllt ist, erhöht die Magie. Weißer Salbei, erhöht die Willenskraft. Reduziert ballistischen Schaden, kugelsichere Weste. Der Knöchelband verziert mit dem Bildnis eines Kriegers aus dem Altertum erhält die Vitalität. Ja, okay, das haben wir schon. Ja, passt. Man sieht sich. Okay, haben wir noch ein paar neue Waffen gekauft. Dann rüsten wir die direkt mal aus, vor allem bei Gladio. Der Drachenschild. Ignis hat, glaube ich... Ah, guck mal, Oblivion und Oathkeeper. 250. Warum habe ich das die ganze Zeit nicht gesehen, dass der diese Waffen hat? Ach, das sind die zwei Schlüsselschwerter aus Kingdom Hearts. Stimmt. Das sind ja Dolche in dem Spiel hier. Dann kriegt er die direkt, ne? So, Verhängnis, das passt soweit. Wirbelsäge, okay. Ja, perfekt. Gut. Dann geben wir mal die Quest ab, dass wir ihn gezwungen haben. Potzblitz, im Namen meiner Chocobos möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Wirklich, tausend Dank. Können wir jetzt reiten? Aber klar doch, für euch stehen ab jetzt immer Chocobos bereit. Und wir haben den Jagdauftrag erledigt und somit dankbar für die Hilfe. Auch gut was bekommen. 3020 Gel und ein Amethystarmband. Hat sich gelohnt, ja. Hurra! Komm, lass uns gleich welche mieten noch. Tja, dann lasst uns mal Schokobus reiten. Schokobo-Vermietung ist nun verfügbar. An Schokobo-Automaten kannst du einen Schokobo mieten. Die Schokobo-Pfeife, genau. Damit können wir die rufen. Wenn du einen Schokobo gemietet hast, kannst du ihn innerhalb der bezahlten Mietdauer jederzeit unter Erkundung im Gegenstandsmenü herbeirufen. Also, rechten Trigger und Erkundungsgegenstandsmenü Schokobo rufen. Miet-Schokobos kehren bei Ablauf der Mietdauer von alleine zum Schokobo-Verleih zurück. Falls du gerade auf einem reitest, wenn die Zeit abläuft, kehrt er zurück, sobald du absitzt. Mit dem Schokobo lassen sich in der Regel alle begehbaren Wege bereiten.
Wenn sich dein Schokobo vorm Weitergehen sträubt, dann steig besser ab und lauf zu Fuß weiter. Geht. So, ein Tag. Passt. Recht schönen Tag. Schokobo-Salon. Name, Farbe, Medaillen. Schokobo-Medaillen. Beim Schokobo-Rennen kannst du Medaillen gewinnen, bei denen du deinen Schokobo schmücken kannst. Wir haben keine Farbe. Samen und Früchte. Benutze Samen und Früchte, um dann neue Farben für deinen Schokobo freizuschalten. Die Grundstoffe zum Färben sind selten und nicht käuflich erhältlich, können aber beim Schokobo-Rennen gewonnen werden und werden manchmal auch zum Dank von Witz verteilt. Wenn du einen weißen Schokobo haben, finde ich cool. Schokobo-Sammlung. Okay. Vielen Dank für deinen Besuch. Das ist ja mein Freund. Aufsitzen. Nicht so trödeln. Das macht schon Bock. Springen kann er auch. Zeit zu gehen. So, los geht's. Los geht's. Danke. Braver Junge. Galoppieren auf X. Schneller Vogel. So, wo wollen wir denn hin? Ich würde sagen, wir gehen zu diesem Refugium hier. Ich glaube, es wird schon spät, oder? Ja. Perfekt. Dann gehen wir mal dahin. Sind wir auch mal auf einem Schokobo geritten, haben wir das auch mal gesehen im Spiel. Aber hauptsächlich werde ich wahrscheinlich mit dem Regalia unterwegs sein, so leid es mir tot für die Schokobos, aber der Regalia ist dann doch schon sehr komfortabler. Was wollte ich jetzt? Achso, die Karte gucken. Okay, jetzt müsste ich hier rechts irgendwie abbiegen. Hier ist der Weg. Schokobos können, glaube ich, auch nicht kämpfen. Die laufen dann irgendwie weg. Ist es schon Abend? Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Hui. So, ihr Lieben, ihr wartet hier. Eis ist voll. Feuer gibt's hier doch. Vielleicht sollten wir heute hier übernachten. Dann machen wir auch. Oh Mann, ich hab das vorhin voll verpatzt, ey, mit dem Kampf. Und dann hatte ich irgendwie OBS auf Pause und... Ah, es ärgert mich jetzt. Sorry, falls ihr den Kampf verpasst habt. Aber er war denn jetzt nicht auf... Er war jetzt nicht super spektakulär. Also... Falls ihr den Kampf nicht gesehen hattet, ihr habt nicht viel verpasst. Schon wieder ich habe ihn mit Feuer bekämpft, dann hat auf jeden Fall schon gut was an HP verloren und dann irgendwann war er down. Also der Kampf hat auch nicht lange gedauert. Ich glaube, 5 Minuten. So, was essen wir denn heute? Da ist was Neues verfügbar. Was ist das? 3 Sterne Pilzeintopf. Heilmaximum plus 400 LP, Regeneration plus 75 Schütz vor Gift. Warum nicht? Die Saarkraut. Der Klassiker unter den Schokobo-Leckereien nah und schmackhaft, wenn man ein Schokobo isst. Können auch den Schokobos was zu essen geben? Das wusste ich gar nicht mehr, dass das geht. Da sind wir schon Stufe 19. Perfekt. Talentstufe gestiegen. Neue Filterdämmerung von Prompto. Naja, Noctis hat immer noch Angeln Stufe 1. Ich komme so selten zum Angeln. Das werde ich dann irgendwann offscreen machen. Gutes Timing, Prompto. Das. Das ist der Behemoth, mit dem wir bekämpft haben. Sogar im Kampf siehst du gelassen aus.
Speichere Vorgang. Hab ich gut geschlafen? Ja, das Zelt ist höchst komfortabel. So. Was machen wir denn als nächstes? Wilde Wasser sind tief. Könnten wir auch mit dem Schokobo hin. Dann machen wir uns schon mal auf den Weg dahin. Ich habe ja den Schokobo noch ein bisschen. Bis abends. Noch ein Tag, da oben steht es ja auch noch, neben der Map. Das könnt ihr noch sehen, ohne dass ich mich ausblende. Die Jagdsaison ist eröffnet. Noch einer. Ja, Teamling brauchen wir bei einem Gegner nicht. Aber zwei. Noch mehr, als ich gedacht habe. Er legt noch mal einen nach. So, die Schokobos sind ja weggelaufen, als die Gegner kamen. Deswegen setzen wir noch mal auf. Na komm schon. Los, Kleiner. Dein Schokobo. Das ist aufgestiegen. Die Stufe deines Schokobos ist gestiegen. Dein Schokobo wird dir nun gelegentlich im Kampf zur Seite stehen. Allerdings hängt das ganz von seiner Laune ab. Dein Schokobo hat die Fertigkeit Schokobosause erlernt. Rufe dein Schokobo, wenn es im Kampf brenzlig wird, und er bringt dich in Sicherheit. Nur einmal pro Kampf möglich. Das habe ich noch nie eingesetzt. Macht so dezent Bock, ey. Ja, der Regale steht noch ein bisschen weiter weg, aber das macht nichts. So, nur können wir uns immer noch zum Regale hin transportieren lassen. Flaut alles ganz schön. Allerdings. Driften. LT im linken Stick. Richtig geiles Gerät. So, da hinten ist das Ziel. Und jetzt ein Boost. Schauen wir mal die Sporen hier. So, wir sollten Frösche sein. Braver Junge. Dann gucken wir mal, wo die sind, Fröschis. Nicht schlecht, Nockt.
Da ist ein Frosch. Einer von fünf. Vielleicht kriegen wir das noch in der Folge hier hin. Das wäre natürlich super. Quack, quack. Ach da, in der Nische. Pass auf, du darfst ihn nicht verletzen. Quatsch, würde ich nie machen. Frösche sind wichtig für unser Ökosystem. Die werden nicht verletzt. Alles fein. Drauftreten passiert mir nicht. Gar nicht so einfach zu sehen. Kann ich ins Wasser? Nockt? Da ist ein Knopflose an deiner Jacke. Stimmt. Ach, ist egal. Ist egal. Ich nehme ihn dir wieder an. Lass mal gut sein. Ich mach's selber. Na gut. Vergiss es aber nicht. Okay, der Radius erstreckt sich noch über diesen Bereich hier. Ich denke mal, es sind hier noch welche. Da ist was. Blausteinmineral. Kein Frosch weit und breit hier. Nö. Aber ich würde sagen, die Frösche, die drei, die noch fehlen, die sammle ich jetzt noch offscreen ein und dann sehen wir uns wieder bei einer neuen Episode von Final Fantasy 15. Wir machen jetzt hier erstmal Schluss und dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Episode weiter mit der Mainquest. Dann werden wir uns weiter nach Lestalum begeben und Iris kennenlernen, die Schwester von Gladio. Und seid gespannt auf das, was noch folgt in der nächsten Episode von Final Fantasy 15. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.